Hallo und herzlich willkommen zurück zum vierten Part von Let's Play Hyrule 11. Wir sind heute direkt vor dem letzten Test gegen Olympique Lyon. Aber da mein Kollege es wünscht, werde ich das ein wenig herauszögern und das erst am nächsten Part machen. Das fürchte ich leid, aber müsste ich über ihn beschweren. In der Zeit werden wir uns hier heute mal die Nachwuchsabteilung ansehen. Wir werden mal einen Scout anheuern hier. Wir können uns überhaupt leisten, wir haben 5,2 Millionen, die sind alle nicht so wirklich gut, muss ich sagen. Bis auf ihn jetzt aber, er ist zu teuer. Ja, hier gibt's denn die gleichen oder was? Wie lame. Das ist doch doof. Och man. Kann man hier irgendwie ändern jetzt, dass man hier jetzt gleich andere Scouts bekommt oder so? Nee. Das ist doch doof. Nehmen wir den. Also das ist ja nix. Bei, nee. Kann man jetzt irgendwie einen neuen, noch einen anderen jetzt nehmen, der nicht. Der ist ja nix besser. Der ist ja nix besser, du. Das ist doch doof. Das kriegen wir egal, wir kriegen praktisch gar nichts jetzt richtig so hin. Formation werde ich schon lassen, wie gesagt, das wird, ich weiß nicht, ob jetzt Cole oder Kanute da reinstellen soll. Also Cole ist eigentlich bis auf den Reaktion und Balance in allen Werten besser. Reaktion und Balance sind jetzt nicht so die allerwichtigsten Werte. Zum Beispiel Antritt ist Cole viel besser, bei Beweglichkeit auch, bei Sprungkraft ein bisschen besser. Der Schwierigkeitsgrad ist also eindeutig besser und ich würde sagen, die Ausdauer hat auch mehr. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass er in der Start-F bleibt. Williams und so weiter bleiben hier alle. Kann man ja immer mal wechseln, falls sie irgendwie sich unwohl fühlen oder so. Verträge kann man auch mal gucken, wie lange wir hier noch haben. Ein Jahr halt, die von denen hier noch. Das war ja heute, würde ich schon mal verlängern jetzt. Der ist nämlich richtig gut. Naja, 35.000 reicht, ja. Er hatte noch eine Torprämie. Mache ich einfach schon mal jetzt. Jetzt simulieren wir mal weiter. Spielerverkauf haben wir gleich zwei Stück, das ist ja ganz hervorragend. Damit haben wir schon mal zwei weitere verkauft. Okay. Transferangebot für Teska, den kann man gerne mal verkaufen. Nicht mit ihm. So, das ist dann arbeitsbereit. Ja, toll. Echt. Habe ich jetzt andere? Nee, okay. Wäre natürlich zu schön gewesen. Scout verfügbar. Dann bauen wir mal hier jetzt auf in Deutschland am besten 3 Monate. Ja, gut. Typ technisch begabt. Flügelstürmer. Flügelstürmer könnten wir eigentlich brauchen, ne? Ja, machen wir. Wir dürfen jetzt nach Flügelstürmern suchen. Sehr ausgezeichnet so. Was ist denn jetzt los hier? Ah, der baut das jetzt auf, okay. 3 Monate lang. Und ja, okay. Hat akzeptiert, finde ich jetzt gut. Und der ist jetzt auch weg, der Teska. In 3 Tagen ist das nächste Spiel. Ich weiß nicht, wie lange der Part wird, aber ich glaube, so lange wird das nicht. Und jetzt ist Parma auch noch sauer, dass wir abgelehnt haben. Und da sind wir schon beim nächsten Spiel. Was soll ich jetzt so groß machen? Ich meine, gucken wir uns im Kalender mal an hier. Super. Danach gegen Hannover im ersten Spiel, dann gegen den BVB sofort. Hoffen wir mal, dass wir irgendwas noch mitnehmen. Ich mag den BVB persönlich nicht. Dann gegen Augsburg. Und direkt danach dann gegen, gegen Bremen. Das wird interessant. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Wir werden wahrscheinlich simulieren. Das Spiel, weil. Obwohl, ich weiß es noch nicht. Und dann endet auch schon die Transferperiode. Und dann geht die Saison durch bis Mai, wenn wir gegen Hertha das letzte Spiel bestreiten. Na gut. Ja. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich
Ich guck mal nach Wochen, wo wir ein bisschen Zeit haben. Hier sieht das ganz gut aus. Hier haben wir Zeit. Nein, nein, nein. Ich dachte jetzt irgendwie bei FIFA 10 habe ich auch gespielt. Also nicht Let's Play, sondern gespielt einfach nur. Konnte man so Trainings einplanen. Da kommt man zum Beispiel hier jetzt so ein Training festlegen, zum Beispiel Angriffstraining oder so, dann wurden die manchmal sogar ein bisschen stärker. Schade, dass das hier nicht mehr geht, weil das hätte ich dann zum Beispiel an dem Tag gemacht. Wer hätte ja gepasst bei so 2 Wochen Unterschied oder den mit Ferien, genau. In den. Doch, in den Ferien. also in der Winterpause meine ich natürlich. Oder Sommerpause, wie auch immer. Können wir das natürlich machen. Was können wir noch machen? Statistiken bringt jetzt noch gar nichts. Aufstiegstrophäe oder was? Was gibt's hier noch? Oh ne. Was gibt's hier überhaupt noch? Deutscher Pokal. Ah, wow, Runde 1 hier. Ingolstadt gegen Braunschweig und die anderen Spiele da auch. Und Runde 2 ist noch nicht festgelegt. Wir werden auch den DFB-Pokal natürlich versuchen weit zu kommen. Wir müssen sogar das Viertelfinale erreichen. Was gibt's noch? Ich kann sonst nicht viel machen. Ich weiß nicht, was ich noch alles machen soll. Ich möchte dich aber auch nicht langweilen jetzt ins. Ich klicke einfach schon mal auf nächste Partie spielen. Weiter. Hallo? Ah. Ja, das können die Köder durch Rosa anziehen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Wir spielen beim nächsten Mal dann gegen Olympique Lyon. Und wir sehen uns dann und ciao, bis zum nächsten Mal.